Schau, wie er da rausschaut. Ich geh ja, fang an. Sonst kommst du bei 1 Fernsehen, weißt du schon? Nein, ich will nicht. Ja, wir haben uns gedacht, wir starten jetzt. Ja, mach mal so, da gibt's ja andere, oder? Wir kommen gleich rein. Nicht ganz mitgekommen? Macht nichts. Jetzt von vorn. Was war da los am Freitag im RFO? Servus, liebe Zuschauer. Normalerweise ist es gar nichts Besonderes, dass bei uns im Studio gedreht wird, aber was gerade hier hinter dieser Türe passiert, das ist dann doch eher ein totales Novum, weil das Schmidbauer Filmteam dreht bei ihrem Kinofilm Austreten weiter. Fleißige RFO-Zuschauer werden wissen, was die Story ist. Wir waren jetzt schon 5-mal hinter den Kulissen mit dabei. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ganz kurz zusammengefasst, der bayerische Ministerpräsident verspricht sich auf einer Pressekonferenz und deutet an, Bayern möchte aus Deutschland austreten. Das ist natürlich ein riesengroßer Skandal und großer Medienauflauf und jeder versucht, den Ministerpräsidenten zu finden und diese Gerüchte aufzudecken. Und natürlich berichten auch Fernsehanstalten darüber. Und was wäre da passender, als das Studio zu nutzen von einem heimischen bayerischen Fernsehsender? Austreten goes RFO. Weil unser Studio nicht ganz reicht, wird ausgebaut. Mehr Blau an Wand und Boden, mehr Ausleuchten und mehr Kaffee. Nein, das ist natürlich kein Plausch, sondern ein wichtiges Gespräch. Was ist für heute denn alles geplant? Es sollen 3 Fernsehsendungen nachgestellt werden. Das Heute-Journal mit Klaus Kleber, alias Herrn Leim. Anne Will, wenn man so möchte, ich. Und die Sendung Quer, später Quer mit Christoph Süß. Gespielt wird er zuallererst einmal von Uli Bauer. 17, Uli 1, die zweite. Dann laufen alle, machen uns bereit. Und bitte. Ministerpräsident Reitmeier verkündet tatsächlich die Souveränität des Freistaates. Ja, halt, Moment einmal. Das sieht ja jetzt noch gar nicht wie ein Querstudio aus. Aber genau deswegen hat das Schmidbauer Filmteam alles so schön blau ausgehängt. Für die Nachbearbeitung. So, zack, dann hier und das da drauf und weg damit und schwupp, fertig. Naja, schön ist was anderes. Ich muss das ja aber auch nicht machen, das überlasse ich dann doch lieber den Profis. So gegen Mittag trudelten dann allmählich die anderen Schauspieler ein. Nachrichtensprecher Herr Leim und Frau Angela Merkel. Also Elke. Oder Bismarck? Ja, wie jetzt? Naja, ist erstmal alles für die Quershow. Aber lang stecken die beiden nicht mehr verkleidet in der Verkleidung. Hier drinnen wird schon eine Szene geprobt. Da ist einmal ein Klaus Kleber, ein Nachrichtensprecher drin und die Bundeskanzlerin. Ich schaue jetzt mal rein, wie weit sie denn schon sind und ob sie den Text können. Und ich denke, die gemalt diese... Oh. Ja, das ist ja gute Probe. Ja, genau, die Kamera erst einmal mit dabei. Jetzt nur ganz kurz. Ja. Du spielst die Bundeskanzlerin, oder? Was übst du jetzt halt gerade genau für einen Text? Der war ja eigentlich vorgegeben, aber ich habe den ein bisschen umformuliert halt. Dass der besser passt, oder wie? Ja. Okay. Das andere war so ein bisschen fad. Du bist jetzt keine professionelle Schauspielerin, oder? Nee. Wie kommst du dann da dazu jetzt? Maurice ist mein Sohn. Okay. Und bei dir? Bei mir? Ja, ich habe schon in Hinterdupfinger mal so einen leicht bescheuerten Polizisten gespielt. Ich bin der Onkel vom Andi. Und ja, jetzt soll so eine Art Klaus Kleber, wie auch immer. Total das Familienbusiness einfach dann. Ja, genau. Dann bin ich gespannt, wie es nachher auf jeden Fall vor der richtigen Kamera ausschaut. Genau. Dann lasse ich euch jetzt mal weiter üben. Alles klar. So, jetzt nochmal geschwind die letzten Korrekturen. Ab in die Rolle und Bühne frei für Angie. Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Guten Abend, Herr Leim. Lassen Sie es einfach zu, dass Bayern die Bundesrepublik Deutschland verlässt? Mir ist noch nicht ganz klar, was genau sich Herr Reitmeier vorstellt. Ich möchte ausdrücklich betonen, derzeit liegt dem Bund und somit der Bundesregierung noch kein Antrag des Freistaats Bayern vor. Weder mündlich noch schriftlich noch, was war das denn, auch nicht per Twitter. Ich denke, wir sollten jetzt erst einmal ganz ruhig bleiben. Setzen einfach nochmal an bei der letzten Frage. Wir schaffen das schon. Wer sich's da noch ganz gemütlich macht,
der fränkische Ministerpräsident. Ja, der Komödiant Volker Heißmann muss nicht mehr so viel üben. Nur, bevor es losgeht, noch einmal in die Maske. Volker, wie kam es denn jetzt bei dir dazu, dass du diese Rolle jetzt übernimmst? Das frage ich mich auch. Also, es war eine Mail vom Andreas, der an Martin und Manni Rassa und mich geschrieben hat, ob wir Lust hätten, da den fränkischen Ministerpräsidenten zu spielen, einer von uns zwei. Und wir waren gerade irgendwie auf Tournee und beide haben gesagt, nee, das nicht auch noch, das schaffen wir irgendwie nicht. Und dann habe ich telefoniert, glaube ich, sogar mit Andreas, da war der gerade in China und irgendwie gesagt, es ist erst nächstes Jahr. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht klappt es ja dann doch. Und siehst du, habe ich halt einen Tag Urlaub geopfert und fahre nach Rosenheim und mache den Dreh meines Lebens. Maschi, du hast ja früher so in deinen Anfängen auch einen Kinofilm mal gedreht. Also kennst du so, was die Schwierigkeiten sind, wenn es kein großer Kinofilm ist, sondern man einfach selber nur so viel Verantwortung übernehmen muss und es nur so in die Startlöcher ist. Was waren da bei dir die Schwierigkeiten? Ja, wenn man noch keinen Blockbuster gedreht hat quasi. Die Schwierigkeiten sind, dass du keine Ahnung hast, was alles auf dich zukommt, was die ganzen finanziellen Sachen sind, was alles kostet. Jedes Kostüm, jeder Mitarbeiter, den du brauchst, der will dir auch weniger Geld verdienen und das läppert sich dann ganz schön zusammen. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das dann so in diese Unsummen geht. Und deswegen habe ich großen Respekt vor der ganzen Crew hier, dass die das alles so mit Herzblut und mit so viel Elan machen. Ja, Hut ab. Hut ab, Brille auf. Kamera an und... Vielen Dank, liebe Medienvertreter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich als Franke jetzt über ganz Bayern regieren werde. Ich sage Ihnen eins, ich bin Ihr Ministerpräsident fürs Herz und für den Verstand. Und ich kann Ihnen nur sagen, gerade Bayern, für euch hat sich's ausgezuzelt mit der Weißwurst. Ab sofort wird nur noch Nürnberger Bratwurst und die täglich und überall. Ja, und ansonsten... Gott schütze Franken, Bayern. Ja, und wie schon angekündigt, er steht bevor. Der große Auftritt von Reporter X. Von mir. Oje. Das ist so ein Gespräch, einfach so ein Talkshow-Gespräch. Du bist, stell dir vor, du bist Anne Will. Okay. Und genau. Das da ist das, was ich tatsächlich sah. Nee, wo ist das jetzt? Das hier einmal? Das sage ich? Also immer, wo dafür vor grün ist, das ist dein. Okay, das okay. Grün bist du. Grün bin ich. Schön, okay, alles klar, dann probiere ich das auch. Oh no! Ich bin dann mal kurz üben. Habe ich wohl vergessen, meiner Kamerafrau zu sagen. Ist das tatsächlich so? Ich muss üben! Ist es tatsächlich so einfach, wie es sich die bayerische Landespolitik vorstellt? Ist ein Austritt aus dem Bund ohne weiteres möglich? Tatsächlich. Okay, naja, so kann ich ja wohl nicht als Anne Will auftreten. Schön wäre es nur, Schminken würde auch gegen Lampenfieber helfen. Alter, ich muss so zittern, das ist echt schwierig. Ja? Showtime. Einen letzten Blick auf meinen Text. Obwohl ich ja beim ersten Talkshow-Gast eh nichts zu sagen habe. Kann ja nicht schaden. Ton läuft, Kamera auch. Und bei mir? Naja, läuft schon. Kamera 1, Klappe. Was ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt habe, einen Kinofilm zu drehen, heißt auch ganz viel warten. Die Klappe für den besten Oscar, nein, der Oscar für die beste Klappe. Ober- und der Mittelfranken sind schon immer deutschtreu gewesen. Wir werden im Bund bleiben. Da kann kommen, was will und mag. Also fei wirklich. Was soll ich groß sagen? Mhm. Bitte. Man kann ihm also nur noch zum Rücktritt raten? Nein. Ein Rücktritt ist momentan nicht in Sicht. Frau Bundeskanzlerin, ist es denn tatsächlich so einfach, wie sich die bayerische Landespolitik das vorstellt? Ist ein Austritt aus dem Bund ohne weiteres möglich? Na, Frau Bundeskanzlerin, zufrieden?
Eher ein bisschen skeptisch. Naja, ich bin halt keine Schauspielerin. Hab's aber für heute geschafft. Austreten, Klappe, die fünfte. So, Uli, jetzt haben wir dich gerade noch erwischt, bevor du abhaust. Du hast ja als am Nockerberg immer den Oberbürgermeister von München gedoubelt. Mhm. Und bist so dann quasi mit drin, wie man am besten Personen, reale Personen parodiert. Hast du dir jetzt den Christoph Süß wirklich zum Vorbild genommen, jetzt halt in diesem Querstudio, oder wolltest du dein eigenes Ding machen? Ja, natürlich habe ich mich schon versucht, an Christoph Süß ein bisschen anzulehnen, vor allem von der Stimme her. Der hat halt so eine sanfte, rauche Stimme. Aber ausschauen tue ich natürlich komplett anders. Deswegen habe ich das gar nicht versucht, ihm irgendwie ähnlich zu sehen, sondern ich habe es nur auf die Stimme reduziert. Und was ist noch so was Typisches, was der Christoph Süß macht hat, was man jetzt hat? Ja, zum Beispiel steht er gerne so mit einer Hand in der Hosentasche da und erklärt halt so die Sachen dem Publikum. Alles, was so richtig wichtig ist. Vor allem ist er selber wichtig. Entschuldigung. Liebe Zuschauer, dann war's das für heute von Austreten. Okay, meine Stimme ist noch nicht ganz weich und rauchig. Ich muss noch ein bisschen mehr. Liebe Zuschauer, das war's dann für heute mit dem fünften Drehtag von Austreten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn es was Neues gibt, dann lassen wir es Sie hören. Machen Sie es gut. Wiedersehen.